Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu stellen. Zum Glück ist mir das diesmal direkt zu Beginn eingefallen. Oh, irgendwas stimmt da mit dem Wasser nicht. Sollen wir sofort hingehen und gucken? Wasser ist doch da, verstehe ich nicht. Und genügend Wasser habe ich auch. Komisch, komisch. Es scheint übrigens so, als hätten wir diesmal keine Flut von Toten in der Stadt. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich muss nicht wieder 30.000 Häuser abreißen. Ja, hallo, so. Und Start. Schön. So, Stoppuhr läuft. Können wir jetzt mal weitermachen hier mit unserer hübschen Stadt, mit Chaos Town, Chaos City. So. Ja, genau, schön. Schöner Sonnenaufgang. Ja, wo wollen wir denn mal weitermachen? Bauen wir hier unten weiter aus? Obwohl, ich habe ja eigentlich alles schon flächentechnisch schon sehr großzügig ausgelegt, ne? Ich könnte hier nochmal ein paar Ärzte bauen. Da habe ich nur einen Friedhof gestellt und da ist noch ein Krematorium. Ich baue mal hier unten noch einen Friedhof. Oh, das ist doof, das habe ich schlecht gebaut. Das habe ich schlecht gebaut. Ich baue mal hier noch einen Friedhof rein. Und hier drüben noch ein Krematorium, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und einen Arzt. Und zwar hier hin. Bildungstechnisch. Da oben brauche ich auch keine Bildung, weil da ist nur Gewerbegebiet und so ein Kram. Das sieht alles ganz gut aus soweit. Polyphia, die deckt alles ab. Habe ich dann Wayne Tower hingestellt? Tatsächlich. Feuerwehr. Da hinten müsste man noch mal ein bisschen was tun. Stellen wir hier nochmal eine hin. Jetzt gucken wir uns mal an, ob wir schon Monumente, was uns noch für die Monumente fehlt. Kathedrale des Wohlstands. Okay. Observatorium werde ich niemals bauen. Das heißt, wir werden das Kernfusionskraftwerk leider niemals errichten können. Das ist sehr schade. Aber so ist es halt in diesem Spiel. Und in dieser Staffel schaffen wir es eh nicht. Was haben die hier für Sorgen? Nicht genug Verkaufswaren. Okay. Kann ich hier hinten einen Frachter... Und wenn wir eine direkte Verbindung nochmal bauen von hier oben. Nehmen wir ruhig. Sechsspurig ohne Busspur. Ruhig so. Hier lang. Hier lang und. Dorthin? Okay, wieso habe ich jetzt keinen Strom? Wieso haben die jetzt alle keinen Strom mehr? Die müssten doch eigentlich alle Strom haben. Und Strom ist doch genug da. Ich verstehe das gar nicht. Ah, okay, ich glaube, ich habe die Stromleitung hier gekappt. Ach, jetzt komm schon. Was ist denn los hier jetzt? Warum kann ich das bauen hier? So, jetzt aber. Los, ihr habt doch jetzt wieder Strom. Also, geht doch. Meine Güte. Hier haben wir erstmal die Ampel raus. Da möchte ich auf keinen Fall eine Ampel haben. Hier ist gar keine Ampel? Doch. Die kommt raus. Zack. Jetzt haben wir hier eine extra Verbindung hin. Das sollte eigentlich dann genügen. Um. Okay, das ist jetzt verwirrend. Warum dürfen die jetzt nur. Ja. Egal. Lassen wir erstmal so. Dass sie keine Waren haben, das ärgert mich leider. Aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wie ich das ändern könnte. So, wie viele Besucher sind hier drin gewesen? Oh, immerhin. Ist ja schon einiges. Wie viel schafft die U-Bahn? 58. Jetzt auch nicht gerade überragend. Fehl, aber naja, besser als nix. Dann werden wir mal gucken, dass wir das hier hinten in den Griff kriegen mit dem... Frachtaufkommen, das heißt, wir kaufen nochmal ein neues Geländestück. Oder zwei neue Geländestücke. Hier. Und hier. Das kaufen wir jetzt erstmal.
Und dann baue ich hier unten halt noch einen Frachtbahnhof hin. Das wäre dann noch eine Option, denke ich. Wo ist die Eisenbahn? Da hinten ganz. Das ist ein bisschen ätzend mit dem Tag- und Nachtwechsel. Ich kann die Eisenbahn kaum sehen. Tja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Mal kurz hier hinten gucken, hat sich hier noch was ergeben? Ölförderunternehmen. Außer Betrieb, warum sind die außer Betrieb? Achso, okay. Ich will das eigentlich nicht hier, aber ich brauche diese. Ich brauche die Dingenskirchen hier. Das sind ja wohl keine Wohngebiete da hinten, ne? Ne, Gewerbegebiete. Ja, okay, das geht noch. Hier rein. Was braucht ich hier noch? Ja, das werden wir nicht schaffen. Allein schon deshalb, weil wir so viele gebildete Bürger haben und gebildete Bürger produzieren weniger. Weniger Dingenskirchen hier, weniger Müll als ungebildete Bürger. Hier brauchte ich 5 Instanzen von Friedhof. Ja, okay. Das kann man ja eventuell noch schaffen. Oh, da geht's noch weiter. Huch, huch, huch. Was ist das hier? The Gherkin. Ja. Habe ich das mal runtergeladen? Keine Ahnung. Rathaus. Ja, okay, das habe ich schon gebaut. Stadt fördert insgesamt 8000 Naturrohstoffe. Ja, okay. Dafür habe ich ja das da hinten gebaut. Und das brauchen wir für irgendwas anderes. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Palais Orb de Dame, okay. Bauen Sie 600 städtische Dienstleistungsgebäude. Ja gut, das werden wir wohl auch noch schaffen, aber nicht mehr in dieser Staffel. 2000 verlassene Gebäude in der Stadt, naja. Das ist schwierig. Oh Mann. Das ist sehr schwierig. Wenn man genau eine hat. So, was braucht Hilfe? Das waren die Friedhöfe und hierfür 2 Flughäfen, ja okay. Industriegebiet mit 10.000 Quadratmetern gebaut, ja. Das heißt nicht so viel. Führen Sie 3 Instanzen von Friedhof. Hierfür brauchte ich. Das schaffen wir auch nicht. Und das schaffen wir auch nicht, weil wir das finanziell nicht stemmen können. Das werden wir auch nicht hinbekommen. Schaffen wir in der Stadt auch nicht mehr. Observatorium. 1000 verlassene Gebäude in der Stadt. Ja, mal gucken. Stadt fördert insgesamt 3100 Naturrohstoffe. Ja gut, das wird sich mit der Zeit dann füllen. Und auch das werden wir niemals erreichen. Das ist schade. Die wirklich interessanten Bauwerke können wir dann gar nicht bauen. 50% hochgebildet. Das kriegen wir auch noch hin, aber nicht mehr in diesem... Obwohl, na vielleicht. 2 Folgen sind es ja noch. Bauen Sie alle städtischen Dienstleistungsgebäude? Was fehlt denn da noch, verdammt? Was fehlt denn da noch? Habe ich irgendwas vergessen? Alle städtischen Dienstleistungen. 4, 6, 8, 10 auf 12. Tja, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist ja auch egal. Wir können auch hier in den Gebieten so erstmal nichts weiter ausbauen. Da ist ein Flieger, was hat der alles drin? 52 Passagiere immerhin. Da fährt die Eisenbahn. Das dürfte jetzt gerne mal wieder Tag werden, damit ich die Strecke hier vernünftig bauen kann. Obwohl, das kann ich glaube ich sowieso. Ja, genau. So kann ich die auf jeden Fall bauen. Eisenbahn, dahin. Na, jetzt kann ich wieder nichts sehen. Karte nicht einschalten hier. Wieder diesen hier. Zack, danke schön. So. ja.
Geh da hin. Schaut am Flughafen vorbei, hier hinten lang. Hierher. Bis hier hin. Dann werden wir eine Straße bauen. Obwohl, nein, ich setze den Güterbahnhof einfach hier ran. Verbinde das Gleis. So. Jetzt haben wir dann einen Anschluss hergestellt. Jetzt können die direkt von hier aus quasi beliefert werden. Mal gucken, ist da schon Güterzug zu sehen? Nö. Noch nicht. Jetzt müsste ich hier aber nochmal. Oh Mann, das ist mega ätzend mit diesem Tag- und Nachtwechsel. Aus. Ja, gut. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Was kommt da angefangen? Ist da schon ein Güterzug? Ne, das sieht aus wie ein IC3. Ne, ein Dosto ist es. Ein Dosto. Endlich wird es wieder Tag. Yay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie mal einen Güterzug herfahren, ne? Was ist hier? Gebäude leert sich. 6%, okay, dann kannst du jetzt wieder sammeln. Was ist mit dem? Kein Platz mehr, ja, dann leer mal aus. Die sind krank. Was ist hier los? Nicht genug gebildete Arbeit. Ach Leute, was wollt ihr denn von mir? Ernsthaft? Sind alle krank? Warum sind die alle krank? Oh, weil die voll in der Lärmspur liegen, ja, klasse. Aber die doch nicht mehr. Doch. Ach, verdammt. Das ist ja doof. Das ist sogar richtig doof. Jetzt ist was los, ne? Naja. Okay, komm, ist denn jetzt schon mal ein Zug angekommen? Nein, offensichtlich nicht. Das ist ja richtig doof. Bleiben die denn alle, Mensch? Da kommt ein ICE angerauscht, aber keine Spur von dem anderen Handplan. Oh, 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 ich kann hier hinten, ja mal noch ein paar Bahnhöfe bauen, ne? Für den Personenverkehr, meine ich jetzt so. Dann nehmen wir nochmal unsere Strecke. Wir bauen nur eine kleine Rural-Station, die genügt. Das ist der Airport. Wo ist denn mein nächster Bahnhof? Da ist ein Bahnhof. Dann setzen wir hier mal eine Station. Ja, nee, das geht noch nicht. Sekunde, ich brauche erstmal eine Straße. Kleine Straße genügt. Ruhig eine mit Bäumen. Die Ampel nehmen wir mal raus. Und die auch. Tschüss, weg damit. So, da setzen wir jetzt einen Bahnhof ran. Und zwar die kleine, genügt, denke ich. Obwohl, nein, machen wir das mal anders. Wir bauen mal die normale Bahnhofstation. Warte. Und dann, ja, ja, ist ja gut. Du brauchst Wasser und du brauchst Strom. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kommt ja gleich. Kommt ja gleich. So, hier ist schon mal Strom. Und Wasser kommt auch sofort. So, abgedeckt. Sehr gut. Jetzt haben wir hier diesen Bahnhof. Jetzt möchte ich gerne. Direkt gegenüber davon noch einen bauen.
So. Der ist zu groß, aber der kleine passt vielleicht hin. Nein, passt er nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Der andere ist aber schon mal richtig. Ich müsste dann einen Doppelbahnhof bauen. Weil dieser andere komische viergleisige Bahnhof, der wird ja irgendwie nicht angefahren. Also nicht auf beiden Gleisen. Von daher möchte ich das probieren. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das wird passen. Gucken wir nochmal. Passt der große auch rein? Nein, der große passt nicht. Aber der kleine passt rein, also packen wir noch einen kleinen dahin. So, genau gleich groß. Als Bahnstation. Jetzt würde ich gerne einen Gehweg bauen, der die alle miteinander verbindet. Wo waren das noch? Hier war das, ne? Genau da. So. Wieso kann ich hier... Oh, ich kann in den Untergrund bauen? Warum sagt mir das keiner? Hm. Ich dachte, sie hätten die Tunnel... Sie hätten die Tunnel noch nicht eingeführt. Okay, interessant. Gut zu wissen. Schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Oh, komm, ernsthaft. So. So. Hier ist er ja schon dran. Und dann brauchen wir nochmal. Ich möchte gerne hier. Oh, komm. Echt. Das ist doch. Na, das mal so. Dann gehen wir von hier aus. Hier hin. Und kommen dann nicht drumherum. Oh Mann, das ist blöd. Ich will die eine Verbindung zwischen diesen Bahnsteigen schaffen. Das ist gerade schon so ein kleines bisschen ätzend. Okay, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Okay, jetzt ist der Tunnel wieder weg. Hurra! Fahren wir mal. So. Und. So. Jetzt die beiden Bahnhöfe angeschlossen. Kann nur noch keiner rein und raus, weil ich die Verbindung noch nicht hergestellt habe. Immer noch nicht. Also wieder zurück zum Gehweg. So hin, stattdessen. Gehen jetzt runter. Schließen hier an. Drücken den raus. Den raus. Ne, ich möchte gerne... Hallo, ich möchte gerne hier unten anschließen. Gut. Okay, wieso schließt er jetzt diesen Bahnsteig an und den anderen nicht? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich verstehe das nicht. Ah, ist das alles anstrengend. Okay, ist egal. Die Leute kommen da schon irgendwie rüber. Komm jetzt, gib mir den. So, geht doch.
Okay, dann reißen wir diesen Weg nochmal ab. Ich will da oben die Verbindung herstellen. Echt? Na, jetzt gib mir doch... Jetzt habe ich den drin, aber den anderen wieder nicht. Da, jetzt. Na, also, geht doch. Jetzt schließen wir hier an. Zack. So, haben hier den Gehweg hergestellt. Und jetzt können wir hier eigentlich unsere Zuglinie verlängern. Trainlines. Trainlines. Bitte, danke. So, das ist von hier hinten. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Du fährst jetzt bis hier zum Flughafen. Dorthin. Dann packen wir die zwei Stationen wieder rein hier. Ich würde gerne sehen. Hält er jetzt wieder auf beiden Seiten? Ja, tut er. Okay. So. Sind das jetzt Güterzüge eigentlich? Sieht ganz danach aus. Ja, das sind Güterzüge. Sehr schön. Und dann bauen wir hier hinten nämlich auch noch einen Bahnhof hin. Die haben nämlich alle keine Waren hier. Das ist echt schlimm. Deswegen habe ich extra diese Güterzugstation hier gebaut. Wir bauen noch mal eben ein bisschen Gleis. So. Ey, das kann es echt nicht sein, dass ich hier keine Waren habe. Überall? Ich habe überall... Moment. Überall keine... Wie soll das denn gehen? Seid ihr bescheuert oder was? Tatsächlich. Ich habe überall keine Waren. Das ist natürlich super lustig. Not. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Bahnhof hier hinten hin haben. Das werde ich über das gleiche... Ja, komm, bauen wir ruhig mal einen kleinen... Ich finde das mega ätzend, dass ich die an eine Straße anschließen muss. Vor allem, weil ich jetzt schon wieder nichts sehen kann hier. So, machen wir da so hin. Machen wir da den Bahnhof rein. Ruhig der Kleine, der genügt. Kann ich nicht bauen, weil geht nicht, weil es belegt. Ich mach mal Pause. Holz mal das hier weg. Wieder. Baue jetzt den Bahnhof hier rein. Dorthin. Und verbinde das dann von hier aus. So, es könnte gut aussehen. Ja, tut's auch. Und der hier. Hier an. Das sieht auch gut aus. Und dann verlegen wir den Zug hierher und lassen ihn aber auf der Rückfahrt auf dem anderen Ding halten. So, der fährt bis dahin. Fährt auf diesem Weg hier rein. Und auf dem Hinweg fährt er hier lang. So. Dann lassen wir es wieder laufen. Und ich würde sagen, an der Stelle ist der Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Cities Skylines. Bis dann.